Also in der Maschine bereits zum Abflug, aber da oben am Himmel hatte sich irgendeine Wolkenformation gebildet, die mir gar nicht gefiel und vermutlich verspätete sich der Abflug auch deshalb. Die Sicht wird heute nicht so klar sein und es wird auch das erste Mal sein, dass ich über das Hinterland nach Barcelona einfliege. Das sieht nicht gut aus, oder? Ist auch eine kleine Fliege am Fenster, die mich ärgert, die aber offensichtlich auch nach Barcelona möchte. Und jetzt scheint es endlich loszugehen. Das Hinterland von Barcelona ist übrigens ein Eldorado für Wanderer, für Kletterer und für Biker. Und wenn man Zeit hat, durchaus lohnenswert, das zu erkunden. Viele kleine Städtchen, wie zum Beispiel Terrassa, darüber habe ich schon berichtet. Tibidabo mit der Jesusstatue auf der Kirche, die Barcelona beschützt, darüber habe ich auch berichtet. Jetzt wird es noch nach Sant Cugat gehen, ein reizendes, reiches Städtchen. Und man muss Montjuïc, die Klosteranlage in den Fels gehauen, einmal gesehen haben. Dieses Mal steht aber eine Autofahrt an von der Ostküste, sprich Barcelona, quer durch Spanien nach Portugal, was ungefähr der Entfernung entspricht von Düsseldorf nach Barcelona. Und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Der Plan ist hier hinten angehängt. Und da sind wir schon im Sinkflug. Thank you.
Das wird die Strecke, die wir absolvieren. Danke fürs Zusehen. Die Berichte folgen.